Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts der FAZ. Diesmal nicht mit einer Lesung aus dem Literaturhaus Frankfurt, sondern dem Andenken an einen unserer großen Kollegen gewidmet. Im Gespräch mit einer ehemaligen großen Kollegin, bei dem es leider Schwierigkeiten mit der Aufnahme gegeben hat. Für die Einbußen in der Tonqualität bitten wir um Entschuldigung. Mit große Kollegin ist ausnahmsweise nicht Andrea Diener gemeint. Sie ist ja auch nicht ehemalig, aber sie ist auch mit dabei. Viele Grüße ins Homestudio Bockenheim. Ja, schöne Grüße, Friedjof Küchemann im Nordend. Wir sitzen wieder zu Hause und unser Gast sitzt auch zu Hause und wir reden heute mit ihr. Und zwar über Marcel Reich-Ranicki, denn der wäre am 2. Juni 100 Jahre alt geworden. Und als er 1973 als neuer Literaturchef zur FAZ kam, da war unser Gast Monika Kunz schon Sekretärin in der Literaturredaktion. Und als er 1989 den Posten an Frank Schirmacher abtrat, da war sie immer noch da. Erst zum Jahresende nach dem Tode Reich-Ranickis, das war am 18. September 2013, da ging sie in den Ruhestand nach, wenn ich richtig mitgerechnet habe, ungefähr 45 Jahren. Dieser Ruhestand ist für alle Kollegen eigentlich im Grunde immer noch unvorstellbar. Liebe Frau Kunz, wie schade, dass wir Sie in dieser Zeit nicht persönlich treffen können, aber wie schön, dass Sie Zeit für uns haben zum Telefonieren. Ja, hallo, guten Morgen. In seiner Autobiografie Mein Leben schreibt Marcel Reich-Ranicki, der erste Tag in der FAZ, das war der 3. Dezember 1973, sei für ihn durchaus nicht freundlich und angenehm gewesen. Und Sie haben einmal erzählt, Sie hätten weggewollt, als Sie hörten, dass er kommt. Unsere erste Frage wäre, in welcher Situation haben Sie Ihren neuen Chef damals kennengelernt? Ja, die Situation war wirklich, ich kann sagen, schrecklich. Es war wirklich ganz schrecklich. Im Vorfeld, monatelang ja schon, die Redaktion war in Aufregung. Ist ja alles irgendwie nachzulesen. Ich hatte dann gedacht, es gab auch Ankündigungen von Fürkündigungen, so ungefähr. Und ich hatte mir gedacht, ach, den Typ, den gucke ich mir jetzt ein halbes Jahr lang an und dann kündige ich, so ungefähr. Ne? Ja, ist dann aber alles ganz anders gekommen. Ja, die erste Zeit war ziemlich schrecklich. Da ich aber kündigen wollte, habe ich mich nicht besonders angestrengt, freundlich zu dem Herrn zu sein, sondern war ziemlich frech bis rotzig, aber habe meine Arbeit gut gemacht, so ungefähr. Das war einfach so, ja, musste ich halt. Und ohne es zu wissen, hat genau das Reich-Ranicki gefallen. Später hatte ich kapiert, dass das genau seinem Wesen entsprochen hatte. Nicht kriecherisch unter dem Teppich so ungefähr, sondern schlagfertig und ihm ein bisschen Paroli bieten und so. Das hat seiner Mentalität genau entsprochen. Und so ist dann aber im Laufe, naja, sagen wir mal von 1-2 Jahren, die große Liebe entstanden. Es war dann einfach nachher so, die Chemie hat gestimmt. Schlicht und einfach. Ja. Die Situation war ja ungefähr so, dass der Joachim Fest kam als neuer Herausgeber und er hat Reich-Ranicki mitgebracht und hat ihn dort als Literaturchef installiert. Ja. Und er war auch nur den Herausgebern unterstellt. Das war ja eine etwas besondere Konstruktion. Es musste allerdings ihr ehemaliger Chef gehen. Und mit dem hatten sie ja ein besonders gutes Verhältnis. Karl-Heinz Bohrer, ja, genau. Der musste eben gehen. Und das war dann, sag mal, für mich persönlich das Furchtbare im Grunde genommen. Wir hatten ein gutes Verhältnis auch. Und das waren, also Bohrer und Reich-Ranicki, gegensätzlichere Typen, gab es überhaupt nicht. Überhaupt die ganze Art und Weise, wie... Worin bestand dieser Gegensatz? Wie Bohrer abgesägt wurde, muss ich sagen, das war einfach wirklich... Der Gegensatz, der hat sich natürlich erst nachher herausgestellt. Bohrer war ein charismatischer, war ja Reich-Ranicki eigentlich auch,
etwas chaotischer Typ. Im Grunde genommen auch rein persönlich. Bora war ein junger, total gut aussehender Mann. War so ein bisschen leicht verliebt. Sekretärin-Chef, so ungefähr. Ja, und Ralf Schranitzky war ja nun mal gerade kein Adonis. Aber das Gegensätzliche hat nachher mir entsprochen. Ralf Schranitzky war wirklich das Gegenteil, sondern ein durch und durch gut organisierter Redakteur, obwohl er vorher nie ein Redakteur war oder Büroarbeit irgendwie überhaupt nie gekannt hatte. Das war schon, ja, das waren Riesengegensätze. Und auch das hätte ja schon Anlass zur Sorge geben können. Jemand, der sich mit der redaktionellen Arbeit nicht auskennt, soll von Ihnen in dieser redaktionellen Arbeit unterstützt werden. Wie geht das überhaupt? Wie das ging, das war wirklich hochinteressant. Ganz einfach, weil, ich sage jetzt mal, dieser Mensch, wir haben ihn ja irgendwie so, dieser Mensch kommt hier an, so ungefähr, hatte ein ganz klares Konzept für sich selbst erarbeitet. Er kam an und hatte alle möglichen Anschläge, sagen wir mal, Vorschläge, wie das Büro hier zu organisieren wäre, sein Schreibtisch und überhaupt. Er hat Mappen anfertigen lassen für die Manuskripte, für die Briefe, also sagen wir mal, für Manuskripteingänge, redigierte Manuskripte, unredigierte, dann die Briefe und so weiter. Als er das alles erstmal gefordert hat, da habe ich gesagt, sowas hatten wir noch nie, kriegen wir auch nicht, so ungefähr. Und er grinst dann einfach nur, ja so, das war wirklich so sprühend. Es war mir nämlich egal, ob es ihm gefällt oder nicht. Und siehe da, es hat ihm gefallen. Und er hat ja dann auch doch alles gekriegt, was er wollte. Ja, es gab keinen unaufgeräumten Schreibtisch. Es gab, das alles gab es nicht mehr, so wie eben früher, wo man aus einem Verhau irgendwas suchen musste, krampfhaft. Die Schreibtische gibt es ja immer noch. Ne? Wir gestehen, ja. Und das war halt bei ihm ganz, ganz, ganz anders. Und es hat mir mit der Zeit immer mehr gefallen. Er hatte auch, ich meine, der Unterschied war schon, dass man früher, sagen wir, wo ist der Herr Dinge da jetzt? Ich sage jetzt mal lieber nur Dinge da. Wo ist er denn? Wo bleibt er denn morgens oder so? Das kam alles bei Ralf Schranitzky überhaupt nicht vor. Der war pünktlich um 10 Uhr da, der kam zur Türe rein. Die ersten Sätze waren, ich weiß gar nicht, ob der guten Morgen gesagt hat. Wir haben heute viel zu tun. Dann hatte der einen Block dabei und hatte bestimmt 10 Punkte, was alles erledigt werden muss. Und am besten noch vor der Konferenz. Die Konferenz war früher später. Immer erstens, zweitens, drittens, diese Telefonate, der Herr sowieso, der Professor sowieso und so weiter. Und dann müssen wir nachher gleich Briefe diktieren. So ging das morgens sofort los. Und da war eine, ich war die Zweitsekretärin damals, die kleine, junge, dumme, neben einer älteren Sekretärin, die da von Ende der 50er Jahre da war. Die hat das alles nicht so abhaben können. Die hat immer gesagt, ja, später. Das war dann ganz falsch. Und das ging auch nur ein knappes Jahr gut, glaube ich. Das heißt, am Ende haben nicht Sie gekündigt, wie Sie sich das eigentlich vorgenommen hatten, Ihre große Sekretärin, wenn ich... Nicht gekündigt, sie musste irgendwie versetzt werden innerhalb der Redaktion. Das hat nicht funktioniert. Einfach überhaupt nicht. Sie war das nicht gewöhnt. Wir hatten ein gutes Leben, sage ich jetzt mal so. Zwei Sekretärinnen und es war nicht so furchtbar viel zu tun. Dann, als Ralf Schranitzky kam, war auf einmal viel zu tun, da er ja auch dauernd Neuerungen eingeführt hatte. Und ja, es kam immer irgendwas Neues dazu und ja, es war ein richtig buntes Redaktionsleben. Was waren das denn für Neuerungen? Jetzt bin ich natürlich schon mal neugierig, also abgesehen von vielen Kleinigkeiten. Aber so die wichtigsten Dinge, die er umgeworfen hat. Die er umgeworfen hat?
Naja, es war ja vorher, das war noch, also zu Boas Zeiten, war das ja so, da gab es also Rezensionen, es nannte sich das Büchertagebuch, täglich zwei Rezensionen, wenn es gut ging. Das war eine bestimmte Form, die eine Form, das war, der Platz war jeden Tag, sagen wir mal, der gleiche, sag ich jetzt mal so. Bei Reichmannitzki war das dann nachher, dass er gekämpft hat und mehr Platz gefordert hat, ganz andere Strukturen, die großen Seiten, Literatur und so weiter. Oder was er alles erfunden hat, Romane von gestern, heute gelesen, die Frankfurter Anthologie, dann nachher das Allerschlimmste für mich war ein Albtraum. Aus der Frühjahrs- und Herbstproduktion der Verlage. Ich weiß gar nicht, ob Sie das noch kennen. Oh ja. Das waren diese zwei, das war eine Doppelseite mit aufgelisteten Bibliografien. Ja, das über muss Wochen. Ein Albtraum sein, das zusammenzustellen. Über Wochen ist das ja erschienen. Das habe ich getippt wochenlang, wenn man die ganzen Verlags Prospekte sich nur mal anguckt, die wurden alle durchforstet. Ja gut, als Frau von Lohenberg da war, die hat das ja noch quasi mitmachen müssen. Das ist ja jetzt alles abgeschafft. Ne? Und das hat alles Reichmannitzki erfunden. Ich glaube, wenn ich wollte, kommen noch mehr. Das, auf die Frage war ich jetzt gerade nicht so gefasst. Ja, wie gesagt, es kam immer was Neues. Oder auch seine Geschichten nachher oder Stadtschreiber, die da eingeführt wurden. Und alles war ja verbunden mit Briefe schreiben, Kontakte mit Schriftstellern und so weiter. Sie haben jetzt vorhin von schwierigen Anfängen gesprochen, dann fiel das Wort große Liebe mit einem Lächeln. Wendepunkt? Gab es einen Moment, an dem Ihr Verhältnis dann, also so anekdotenhaft einen Moment, an dem es besser wurde, oder war das eher ein schleichender Prozess und Sie haben erst irgendwann gemerkt, eigentlich verstehen wir uns ja. Wie war das bei Ihnen? Nein, das war ein total schleichender Prozess. So ganz langsam, aber sicher. Ich habe vorhin einfach mal geblättert oder geguckt in meinen, ein schönes Beispiel ist die Widmungen, die er mir in seine Bücher, die in der Zeit erschienen sind, alle geschrieben hat, zum Beispiel. Nur mal ganz kurz zum Beispiel. Das erste ist immerhin noch 1976. Für Monika Kunz, meine ärgste Feindin, in großer Herzlichkeit. So. Einige Jahre, hier, Monika Kunz, auch 77, der einst so misstrauischen Monika Kunz, ganz ohne Misstrauen zugeeignet. Und dann einige Jahre später, das ist 88, also meiner allerliebsten Monika mit Gruß und Kuss, mit einer Umarmung und einer Verbeugung. So hat sich das... Da hat sich ganz schön was getan. Auch hat sich was getan, aber es war wirklich durch die tägliche Arbeit, wo wir immer mehr gemerkt haben, das funktioniert ja einfach wunderbar. Aber nicht, es kam nicht von mir aus, sondern von ihm ging das eigentlich aus. Anders wäre es vielleicht auch gar nicht gegangen. Da muss ich immer wieder sagen, weil ganz einfach die Chemie gestimmt hat. Unsere Art, unsere beide Art, witzig und frech zu sein, das hat gepasst. Ich konnte ihm auch ab und zu mal so sagen, jetzt... Der war ja so wahnsinnig hektisch und ungeduldig und so quasi 2 Stunden Briefe diktieren und jetzt machen Sie, dass Sie rauskommen und schreiben Sie schnell, ich muss weg. So, das konnte nicht jeder abhaben. Wenn ich ein bisschen wütend war oder so, dann habe ich auch mal die Tür geknallt und gesagt, jetzt ist hier mal Ruhe, so ungefähr, ne? Dann hat er auch mal leise den Kopf eingezogen und es war dann Ruhe, so ungefähr. Es war, oder auch eben seine Art, ist mir so eingefallen heute. Eines seiner größten Komplimente, wenn alles so ganz toll mal geklappt hat oder so, dann sagt er zu mir,
das muss ich immer wiederholen. Das war das größte Kompliment. Das haben Sie ja mal gut gemacht. Mal. Wow. Dann war jemand anderes tödlich beleidigt. Tödlich beleidigt. Ich wusste, pa, guter Tag, so ungefähr. Ja, so hat es gesagt. Wenn dann jemand beleidigt war, es kam auch ab und zu vor, andere Kolleginnen oder so, wenn er irgendwas losgelassen hat, dann war das für ihn. Dann hat er sich nur lustig drüber gemacht. Ne? Hat ja einfach dann nicht funktioniert. Sein Witz hat nicht funktioniert. Ja, sowas. Sekretärinnen strukturieren ja das Arbeitsleben ihrer Vorgesetzten auch offen oder im Verborgenen. Wie war das denn für Sie, das Arbeitsleben von Marcel Reich-Ranicki zu strukturieren? Oder hat er vielleicht eher Sie strukturiert? Wie war das denn auf Gegenseitigkeit bei Ihnen beiden? Man kann wirklich sagen, es war einfach Gegenseitigkeit. Ich konnte ihm, musste ihm überhaupt nichts beibringen oder strukturieren. Er war so strukturiert, was ich ja vorhin gesagt habe, der kommt morgens rein, hat einen genauen Plan, was heute alles zu machen ist. Und das wurde auch gemacht. Also es hat aber meiner Art zu arbeiten entsprochen. Ich habe mich vorher oft furchtbar gelangweilt. Oder manchmal gefragt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn hier weitergehen? So ungefähr. Das war dann mit einem Schlag vorbei. Allein seine Post durchzugehen, muss ja unglaublich gewesen sein, oder? Ich stelle mir vor, dass da so von Fanpost bis zu Drohbriefen eigentlich alles dabei war. Haben Sie da sortiert und wie haben Sie da sortiert? Sie sagen es. Also erstens mal, es war ja nun mal wirklich vollkommen anders, sagen wir, zu heute gesehen. In der Post, es war ja Post da. Ich denke, heute gibt es das fast nicht mehr. Natürlich, die Manuskripte kamen alle per Post. Die mussten nachher auch alle getippt werden oder nicht unbedingt alle. Es war viel Fanpost, wie Sie sagen. Auch, ja, antisemitische Briefe. Die habe ich aussortiert. Die habe ich wirklich ihm nicht gezeigt. Aber die Fanpost natürlich, das war ja ganz klar. Auch viele Frauen. Ich bin oft gefragt worden, oh, wie hältst du es aus mit diesem Ekel, Protz oder irgendwie? Dann konnte ich nur sagen, nee, im Büro ist er ganz anders, weil viele ihn ja nachher nur durchs literarische Quartett gekannt oder haben, die Art, wie er da aufgetreten ist. Das war ja jedenfalls in der Literaturredaktion direkt anders. In den Konferenzen war das natürlich ähnlich. Dann nachher durch das literarische Quartett kam auch viel Fanpost von Frauen. Verliebt waren die zum Teil. Das konnte ich auch manchmal nicht so ganz nachempfinden. Das kann nur daran liegen, dass die Karl-Heinz Bohrer nicht gekannt haben. Ja, klar doch. Nee, es war so, ein Brief, der war mir nachher ewig im Kopf, wo eine Frau begeistert geschrieben hat, sie ist so verliebt oder was. Er hat so schöne Hände, Reich-Ranicki, ne? Und wenn ich dann vor ihm saß und er meditiert hat oder was, habe ich gesagt, aha, stimmt, er hat schöne Hände. Aber sonst war es so, nicht so. Naja, okay, gut. Aber wie gesagt, wir waren ein richtig gutes Team, ein tolles Team, das Beste. Das waren die besten Jahre meines Lebens oder, ich sag mal vorsichtig, Berufslebens. Ja, das wusste ich dann später. Wie viele Seiten von Marcel Reich-Ranicki haben Sie denn erlebt? Es gab ja die öffentliche Seite, ne, im literarischen Quartett. Es gab die kollegiale Seite, wie Sie schon gesagt haben, da war er ganz anders. Haben Sie vielleicht auch was von der privaten Seite von ihm mitbekommen? Und wie hat sich das unterschieden? Ach, so stark unterschieden hat es sich eigentlich nicht. Die private Seite, gut, das kriegt man natürlich irgendwie mit. Sie meinen die private Seite innerhalb des Büros oder mir gegenüber oder mit seiner Familie? Hatten Sie denn Kontakt zur Familie?
Ja, oder hat er, die war Familie er bestand ja in dem Sinn aus ihm und seiner Frau. Der Sohn war schon immer, also damals schon in England, Mathematikprofessor oder so. Den kannte ich nur vom Hören und später mal seine Enkeltochter. Okay, nein, aber doch der Kontakt zu seiner Frau, also als Familie oder so, war ganz stark. Viel, viel, viel stärker als mit allen nachfolgenden Chefs, sage ich jetzt mal. Wir waren auch dann immer als Redaktion zu ihm, wir wurden zu ihm nach Hause eingeladen, einfach so zum Essen. Ich weiß nicht mehr genau, ob Frau Reich-Scharnitzky dann selbst gekocht hat oder ich denke schon. Also sie hat für uns gekocht, wir haben alle einträchtig zusammen gegessen ich habe ja immer Geburtstagsgeschenke bekommen oder so. Dann ist Frau Reich-Scharnitzky mit mir in irgendeinen Laden. Ich habe heute noch Halsketten und sowas, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe oder so. Ja, das war so seine private Seite. Oder auch im Büro ist eine Geschichte, die, glaube ich, gar niemand so weiß. Manchmal hat er mir 2 Stunden lang Briefe diktiert und so dazwischen auf einmal guckt er so hoch und sagt so, Monika, holen Sie mal die anderen. Die anderen waren dann Volker Hage oder Uwe Wittstock oder so. Holen Sie mal die anderen. Ich muss was trinken. Oder wir wollen mal eine kurze Pause. Wir hatten ja so eine kleine eigene Küche, so mit Kühlschrank und Schränkchen sowieso. Und in diesem Schränkchen war immer Cognac oder Whisky oder so. Dann kamen die Gläser, holen Sie mal die anderen und bringen Sie die Gläser und die Flasche mit. So, da, alle mal reinkommen. Dann haben wir mal kurz Whisky getrunken, eher 10 Minuten, Viertelstunde, irgendwelche Anekdoten. Die anderen brauchten gar nicht viel zu sagen, ist ja ganz klar. Und dann zack, zack, an die Arbeit, dann ging's weiter. Dass wir zwischendurch immer mal einen Whisky gekippt haben, ich glaube, das weiß kein Mensch. Nachher später hat er ja auch kaum noch Alkohol getrunken, wegen hohem Blut. Gab es irgendwas, was er brauchte, wenn er so mit seinen Kräften am Ende war? Also gab es dann auch einen Whisky oder brauchte er dann einen Tee oder einen Kaffee? Oder Schirmacher hatte immer eine Zero Coke für solche Fälle? Ja, nee, also erstens mal brauchte er nicht unbedingt irgendwas am Ende eines Textes. Ist mir jedenfalls nicht bekannt. Dazwischen, also er brauchte im Laufe des Tages ab und zu immer einen Kaffee. Das war auch ganz am Anfang so ein Spruch, der mir noch im Gedächtnis ist, den ersten oder zweiten Kaffee, den ich ihm bringen sollte. Ich habe ihn auch gebracht, guckt er so hoch, er hatte so einen Blick, so über die Brille so hoch zu gucken. Und sagte, naja, ich trinke den jetzt mal, auch auf die Gefahr hin, dass ich vergiftet werde. So. Ja, so fing das praktisch an, dass man so, ja, mit diesen Sprüchen so langsam aber sicher sich aneinander gewöhnt hat. Tja. Marcel Reich-Ranitzky war ja ein ziemlich guter Unterhalter auch, ne? Merkte man ja auch in seinen Fernsehauftritten, er liebte es zu unterhalten. Hat er Sie auch unterhalten und wenn ja, womit? Ja, schwierig. Er hat uns unterhalten, natürlich. Aber wenn ich das jetzt beantworten sollte, womit? Boah, ich kann das gar nicht mehr richtig beantworten. Ich habe nur, ich hatte mir jetzt auch irgendwann mal so eine Notiz gemacht, dass ich wirklich sagen wollte, wir haben so viel gelacht in der Redaktion. So irgendwie alle miteinander, weil er irgendwie zu allem eine Anekdote hatte. Aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, ich kann Ihnen jetzt keine nennen, aber Witze erzählt hat er schon mal gar nicht. Er wusste immer bei irgendeinem komischen Anlass oder ja, es fällt ein Satz oder ein Wort und dann wusste er etwas Komisches zu erzählen. Und so, dass wir auch oft schallend gelacht haben. Ich habe damals schon gesagt zu meiner Kollegin Brunhilde oft, Brunhilde, das glaubt uns hier kein Mensch. Das glaubt uns kein Mensch außen. War ja das Wort außen, wie wir uns hier amüsieren. Ja,
Aber womit kann ich Ihnen nicht so sagen. Manchmal war es dann auch ärgerlich, wenn wir haben auch ziemlich viel gefeiert, auch so irgendwelche Geburtstage oder irgendwas. Dann standen wir mit dem Glas in der Hand da, er natürlich das Wort führend, sodass man überhaupt nicht richtig mal ein bisschen untereinander geredet hat. Wenn es dann soweit war, dass wir alle ein bisschen in Stimmung, wir amüsieren uns, dann klatscht er in die Hände und sagt, so, Schluss jetzt, an die Arbeit. Blob, das war's dann wieder mal. Wow. Er hat den Laden im Griff gehabt. Bitte? Er hat den Laden im Griff gehabt, da kann man nichts sagen. Er hat den Laden im Griff gehabt. Wenn wir alle schon mal, oder das zweite Glas, und man wendet sich mal ab und redet mit jemandem nebendran oder so, dann, wie gesagt, der klatscht in die Hände, zack, Party beendet. Weil er vorher auch schon ständig das Wort führt und man gar nicht richtig irgendwie zugange kommt. Wir hatten auch private Feiern. Wenn er sich langweilt, ist noch schlimmer. Dann kann er alles töten. Dann kann er alles abtöten. Dann demonstriert er seine Langeweile so penetrant, ich sag jetzt schon demonstrierte, dass er praktisch eine Party killen kann. Das war manchmal schlimm, weil man konnte ihn leicht langweilen. Das ist ja auch bekannt, oder? Ja. Das ist bekannt und auch das zählt zu den Qualitäten eines Unterhalters und eines, der es liebt, unterhalten zu werden. Wenn Sie die Augen schließen und an Marcel Reich-Ranicki denken, welche Erinnerung kommt Ihnen denn als erste in den Sinn? Gott, die Augen schließen. Nee, also, das ist. Na, so jetzt sind Frage, wir schon mittendrin im Gespräch, das ist vielleicht ein bisschen. Ja, das ist schwierig. Was mir als erstes in den Sinn kommt, jetzt mittendrin ist es schwierig. Am Anfang als erste Frage hätte ich wirklich gesagt, es kommt mir eigentlich als erstes, wenn ich nach ihm gefragt werde, immer die schreckliche Situation in der Redaktion wieder ins Gedächtnis, wie er angekommen ist. Wie er angekommen ist und dann eigentlich doch sofort hinterher, wie das nachher alles besser, bis sehr gut wurde. Frau Kunz, Sie haben ja gesagt, Sie haben einen Bücherstapel vor sich liegen, auf dem jetzt Ihr Aufnahmegerät liegt, mit lauter Büchern, die Marcel Reich-Ranicki Ihnen empfohlen hat und die Sie sonst nie gelesen hätten. Kam das denn oft vor, dass er Ihnen da was hingehalten hat oder war das auch so, dass Sie zu ihm gegangen sind und gefragt haben, was kann ich denn mal lesen? Nie. So eine Frage überhaupt nie. Nein, und er hat mir auch nichts vorgehalten. Er hat mir nichts vorgehalten, das ist ganz automatisch entstanden, weil er viel erzählt hat. Er kam, wie man so sagt, vom Hölzchen auf Stöckchen. Und gut, natürlich Bücher, die in der Zeit erschienen sind, die er rezensiert hat, aber auch andere. Das hat dann wurde man neugierig und sagt, oh, tolles Buch, müssen Sie lesen, sollten Sie lesen, war dann höchstens mal der Spruch. Aber direkt, doch, eins, Thomas Mann, Buddenbrooks, das hat er mir dauernd irgendwie vorgehalten. Ich habe es nie geschafft, das Buch zu Ende zu lesen, ehrlich gesagt. Aber sonst. Wenn er das wüsste. Ja, wenn er das wüsste. Sonst hat er, wie gesagt, er hat immer irgendwie Anekdoten gehabt. Oder, wie gesagt, Marlene Haushofer habe ich hier so ein bisschen sowas liegen. Oder. Und Haushofer ist auch was Sie dann über ihn entdeckt haben, eigentlich. Ja, und das hätte ich. Da waren Sie dann auch froh. Und da waren Sie dann auch froh, dass er das empfohlen hat. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob er mir das direkt empfohlen hat. Er hat was von der erzählt. Oder auch zum Beispiel Irmgard Keun, eine ganz unglückliche Figur. Da habe ich dann Briefwechsel gelesen mit, wie heißt der? Eugen Roth, glaube ich. Roth jedenfalls. Säufer, Trinker. Er hat ja gern so solche Sachen erzählt. Boah, der hat sich fast zu Tode gesoffen. Oder die beim Diktieren kam das dann alles. Oder auch, wissen Sie eigentlich,
dass der mit, dass er, sagen wir mal, der und der Schriftsteller mit der und der ein Verhältnis hatte jahrelang und. Oft habe ich das, interessiert mich doch gar nicht, so ungefähr. Doch, das ist wichtig, um seine Bücher zu verstehen und sowas alles, ne? So. Gibt es etwas, bei dem Sie sagen würden, das haben Sie Marcel Reich-Ranicki zu verdanken? Zu verdanken? Viel. Also ja, im Nachhinein weiß ich, dass ich ihm viel zu verdanken habe. Ganz einfach das Gefühl, dass das waren 15 Jahre, sehr, sehr, sehr gute Jahre in der FAZ waren. Es waren sowieso, glaube ich, die besten FAZ-Jahre. Es hat jetzt zufällig was mit Reich-Ranicki zu tun. Finanziell ging es der FAZ so wahnsinnig gut. Und dann eben auch die Literaturredaktion, die war vorher und nachher nie mehr so wichtig, sag ich mal so. So jetzt. Nie mehr so. Ja, es waren ja einfach tolle Jahre. Das ist das Gefühl, was ich ihm zu verdanken habe. Einfach die Kontakte mit wahnsinnig vielen freien Mitarbeitern, Schriftstellern, die freien Mitarbeiter, Professoren weltweit, Amerika, Australien, egal. Wir hatten bestimmt 100 freie Mitarbeiter. Allein das schon. Es waren auch alles ja zum großen Teil interessante Leute. Ja. Er hat ja viele auch reingeholt von diesen Autoren, ne? Ja, er hat viele reingeholt. Das war zum Beispiel ein großer Unterschied damals von Bora zu Reich-Ranicki. Bei Bora war das ja auch die strikte Trennung. Man hat keinen persönlichen Kontakt zu Autoren, zu Schriftstellern, die man dann rezensieren sollte, muss. Bei Reich-Ranicki war das etwas, war es sofort eigentlich verwischt. Warum soll ich keinen persönlichen Kontakt zu Martin Walser haben? Im Gegenteil, er hat ja dann alle Leute geholt für seine anderen Projekte, sage ich mal. Eben wie Romane von gestern, heute gelesen oder sowas, die dann ja alle bei uns geschrieben haben. Das war bei Bora überhaupt nicht. Dieser direkte Kontakt und Briefwechsel eben mit Schriftstellern, ob von Heinrich Böll über Peter Handke bis, ja, Martin Walser. So. Und daraus zum Beispiel ist ja dann auch einiges entstanden. Zum Beispiel der Hass Martin Walser, Reich-Ranicki, weil er dann doch, Reich-Ranicki, einige Bücher von Walser total verrissen hat. Den einzigen, den er nie besprochen hat, ist Siegfried Lenz, weil das wirklich ein ganz persönlicher Freund war. Alles andere, ja, das spielte dann keine Rolle. Ob ich jemanden gut kenne und er ein schlechtes Buch geschrieben hat, dann hat er das gesagt. Gibt es etwas, bei dem Sie sagen würden, das hatte er wiederum Ihnen zu verdanken, Frau Kunz? Mir? Oh, das ist eine komplizierte. Vielleicht auch andersherum, dass er ein ziemlich störungsfreies, gutes Büroklima hatte und es doch zum allergrößten Teil gut funktioniert hat. Also ich kann Ihnen einfach nur sagen, ich hatte im Vorfeld hier das Zeugnis, das er mir, als er weggegangen ist, mal rausgeholt. Da sind Sätze drin, die sind einfach toll. Wollen Sie was hören? Können Sie rausstreichen? Aber ja. Unbedingt, aber ja. Also es sind zwei Seiten, aber ich schreibe nur die letzten. Frau Kunz kann und muss ich auch nachrühmen, was zu den Pflichten einer Sekretärin nicht gehört. Wann immer ich Briefe diktierte und deren Zahl ging im Laufe der Jahre in die Tausende und eine scharfe oder vielleicht böse Formulierung für angemessen hielt, versuchte sie mäßigend zu wirken und hat mich nicht selten vor mehr oder weniger unbedachten Worten und bisweilen sogar Schritten bewahrt. So war sie meine Sekretärin und meine Beraterin in einem. Und so ist dieses Schreiben als Zeugnis und zugleich als Danksagung zu verstehen.
Sehr schön. Das ist rührend. Das ist das vielleicht. Ja, das ist rührend. Das sagen Sie jetzt. Ich habe die, also zwei Seiten waren das gelesen. Ich war stark gerührt. Ich habe das ja alles schon ewig nicht mehr vor mir gehabt. Ja, ja. Sowas. Ich war auch danach später immer oft gerührt, wenn ich in Ablage Briefe, überhaupt, es gibt sicher gar keine Ablage mehr. Ich habe stundenlang Ablage gemacht. Ja, auf unserem Flur hinten ist ein Kabuff, das ist von oben bis unten voll mit Aktenordnern, mit hochinteressanter Korrespondenz. Und als ich weggegangen bin, habe ich das mal sortiert. Vorher ging vieles von Reich-Ranicki ja schon nach Marbach, viele Briefwechsel. Aber alles, was ich noch gefunden habe, vor allen Dingen auch von Bohr, das war mehr als wehmütig. Mehr. Alles, das gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Jeder wenn Sie jetzt auf Computer. Bitte? Wenn Sie jetzt auf dem Literaturbetrieb oder auf die Literaturkritik heute schauen, gibt es denn etwas aus diesen Zeiten, aus diesen wehmütigen Zeiten, dass wir vielleicht wieder mehr beherzigen sollten? Dort in der Redaktion? Ja, oder also, allgemein? Ja, also es gibt etwas ganz, ganz Wichtiges, was nach Reich-Ranicki sofort verschwunden war. Man hat sich mit den Autoren auseinandergesetzt. Das heißt, mit den Rezensenten. Das war zum Beispiel ein Großteil unserer Korrespondenz. Die Manuskripte kamen per Post. Reich-Ranicki guckte die sich an. Und dann gab es immer wieder die gleichen Rezensenten, wo es dann hieß, so geht das nicht, so geht das einfach nicht. Er hat sich dann in zwei Seiten langen Briefen mit dieser Rezension auseinandergesetzt und dem Rezensenten erklärt, warum das nicht geht und das nicht geht. Das ist jetzt nicht inhaltlich. Er hat nicht versucht, dem Menschen eine andere Meinung aufzudrücken oder seine eigene, sondern einfach stilistisch. Stilistisch oder ist viel zu lang und so weiter. Und das hat er in Briefen einem Mitarbeiter erklärt. Heute kommen ja die Manuskripte und man fummelt drin rum und dann steht dann eine Rezension in der Zeitung, ja, die der Mensch zum Teil nicht mehr ganz erkennt. Ohne dass man vorher mit ihm darüber gesprochen hätte oder irgendetwas. Das finde ich nach wie vor schlecht. Auch den Mitarbeitern, eben den Mitarbeitern gegenüber. Aber ich glaube, jetzt die jüngere Generation ist da auch gar nicht so empfindlich. Ich habe einfach das Gefühl, die empfinden das gar nicht mehr. Das hätte man mit vielen unserer Mitarbeitern auch gar nicht machen können, so wie das heute abläuft. Ich kann nicht Professor Demetz oder Günter Blöcker, wie der damals hieß. Es gab natürlich auch Dieven. Da durfte nicht ein einziges Wort überhaupt geändert werden in einer Rezension. Das war dann manchmal auch etwas problematisch. Ja. Aber wie gesagt, die Mitarbeiter mehr achten, indem man sich mit ihren Manuskripten vielleicht auseinandersetzt. Das wäre mein Tipp. Ein guter Rat. Ja. Wir hatten es jetzt vorhin von der Situation, die Ihnen als erstes einfällt, wenn Sie an Reich-Ranicki denken oder auf ihn angesprochen werden. Welche Situation, vielleicht ein Moment, ein Blick von ihm, eine Geste, ein Wort, ist das, woran Sie sich am liebsten erinnern, wenn Sie an Marcel Reich-Ranicki denken? Ein Blick, eine Geste. Oh. Schwierig, ganz schwierig. Also, das ist etwas ganz, 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 ganz Persönliches. Das ist aber so eine Situation, die vielleicht zeigt, wie das Verhältnis dann irgendwie war. In seiner Zeit habe ich mich verheiratet, ich wurde geschieden, ich hatte dann auch Freunde oder so mal Liebhaber. Und ich hatte einen Liebhaber, der
der dann manchmal angerufen hat, mittags am helllichten Tag, oh, können wir uns nicht sehen oder so irgendwas, tagsüber so mal irgendwie. Und einmal war es dann alles ganz so schlimm, es musste wirklich sofort passieren. Ich gehe zu Reich Ranitzky rein, mache ein ganz ernstes Gesicht, zerknirscht und sage, oh Gott, ich habe was vergessen, ich muss schnell mal für eine Stunde weg. Der guckt über seine Brille, guckt mich an, grinst und sagt nur, gehen Sie schon, Sie Schweinchen, Sie. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das bringen sollte. Aber das ist eine Situation, wenn ich daran denke, ja, das ist so mit die aller schönste, so irgendwie, wie er ohne weitere Worte, gehen Sie schon, Sie Schweinchen, Sie. Ich war erkannt, aber es gab nichts mehr zu sagen. So, ja, ja. Ja, vielen Dank, Frau Kunz, für diesen sehr ungewöhnlichen und sehr persönlichen Einblick. Ich glaube, von der Seite haben wir Marcel Reich-Ranitzky noch nicht so oft beleuchtet gesehen in der Öffentlichkeit. Als Literaturkritiker wurde er ziemlich oft schon porträtiert, aber als Chef und als Mensch noch nicht so häufig in dieser Art. Vielen, vielen Dank, dass Sie mit uns telefoniert haben. Bitte Dank schön. Auch von mir. Bitte schön. Und ja. Alles Gute Ihnen. Ja, danke schön. Danke. Alles Gute. Ihnen auch. Ne? Tschüss. Ja, tschüss.